schlimmer. Und ich dachte jetzt schon vor 4, 5 Videos, es könnte nicht schlimmer werden, aber wird es. Es ist geisteskrank. Ey, ohne Witz, wenn ich sage, es ist geisteskrank und ihr die vorherigen Videos alle gesehen habt, wisst ihr, dass es unmenschlich sein muss. Unvorstellbar krank. Er liegt alles. Adressen, Nummern, E-Mails, Zugänge zu Instagram, Passwörter. Er ist am Durchdrehen. Liegt eine Audio von seiner Mutter, wie sie am Weinen ist, wegen der Beschuldigungen, die Anis E. gegenüber in den Raum geworfen hat. Wir arbeiten uns jetzt Schritt für Schritt da rein und ganz ehrlich, eigentlich müsste der Staat da jetzt durchgreifen, den Mois packen und in eine psychiatrische Anstalt stecken, weil das ist nicht gesund, was da gerade abgeht. Vor allem ist er auf der Jagd nach ihr und San Diego und hast du nicht gesehen. Wir fangen aber langsam an. Was hat er gepostet? Das ist ein Chatverlauf zwischen ihm und der Ex von San Diego. Hey Alim, hier ist Nastia. Erzähl mir bitte, was zwischen den beiden passiert ist. Schick mir mal deine Nummer. Die haben ein bisschen gequatscht miteinander. Diese, was mit Frau und mir war, behalt für dich. Aber über ihn weißt du alles. Meine Frau ist bei mir. Alles ist gut. Alhamdulillah. Und lass ihn bei dir. Und pass auf ihn auf. Gute Nacht. Lösch auch bitte diesen Chat. Wenn was ist, ruf mich an, wenn irgendwas sein sollte. Ich bin so traurig. Ich habe mit sowas nicht gerechnet. Ist irgendwas noch passiert? Er will mir den Chat einfach nicht zeigen. Dann muss ich runterfahren jetzt. Wallahi. Nein, es ist nichts passiert. Er muss sie dir zeigen. Er will mir einfach diesen Chat nicht zeigen. Ich lasse ihn für dich in Ruhe. Ich will ihn unbedingt sehen. Er soll mir den gesamten Chat schicken. Er hat jede Beleidigung verdient, wenn er ein Mann ist in Videos. Aber Gewalt bringt nichts. Auf mein Handy. Es ist mir egal. Er soll sie mir schicken und alle löschen. Und dir zeigen, wie er sie löscht. Und das schuldet er als Bruder und ein Ehemann und Vater, wenn er nicht will, dass es so ekelhaft wird und beendet dieses Hurensohn-Thema bei euch auch und arbeitet an eurer Ehe und Beziehung. Genau wie ich an meiner. Und möge Gott jeden glücklich machen, aber er soll tun, was ich dir gesagt habe, wenn er das hier auf normale Art beenden will, wie ein erwachsener Mensch. Ich werde erst entscheiden, ob das zwischen uns noch eine Chance hat, wenn ich den Chat gesehen habe. Ich muss wissen, wie weit die gegangen sind und wie tief diese Connection war. Ich habe keine Kraft für diese ganze Scheiße. Ich will nur meinen Frieden. Ich muss das auch wissen. Darum musst du mir das zeigen und auch sein Handy löschen. Für meine Kinder und ihre Kinder. Und wallahi, bevor der Hurensohn kam. Sie ist ihr Leben lang eine Ehrenfrau und wird es immer sein. Ich weiß nicht, wie und wieso der Huso ihr geschrieben hat und ich will wissen, wie er sie dazu gebracht hat und wie lange es dauert, dass der ihr schreibt. Genau das will ich auch wissen. Darum gib mir dein Wort und egal was ist, das muss für unsere Kinder in der Familie bleiben, wenn niemand sterben soll. Niemand weiß davon, nur wie viel. Okay, ich schwöre dir, dann soll er das jetzt machen, bitte. Ich habe doch mit niemandem was zu tun, dass ich sowas erzählen würde. Weißt du, wie ich mich schäme dafür, was die beiden gemacht haben? In meinem Leben würde ich niemandem erzählen, dass ich so einen Mann habe. Bitte, mach das jetzt. Ich weiß nicht, wie lange mein Herz noch warten kann. Ich bitte dich, okay? Ich warte. Er wird mir nichts zeigen. Ich bin ihm das nicht wert. Er soll mir das schicken, habe ich gesagt. Hat er das verstanden? Das ist der einzige friedliche Weg, den wir haben können. Wallahi. Was versteht man daran nicht? Danach soll der Bastard alles löschen und sein Leben leben und sich mir nie wieder nähern. Aber ich muss wissen, wie und wofür mein Leben weitergehen soll. Und das ist meine Frau und das muss er tun, wenn er meine Ehre nicht angreifen will. Wenn ja, ist dafür Blut normal. Was er mit dir dann tut, verzeiht, ist dann eure Sache. Aber er hat sich in unserer eingemischt und sowas war noch nie. Und ich muss es wissen, wenn er ganz normal, als ob nichts wäre, weiter ballern möchte. Mehr sage ich nicht. Und ich bitte ihn mir, diesen letzten Gefallen zu tun, weil ich zu ihm immer stand und Bros before Hoes, egal was der Bastard denkt, darum soll er das bitte jetzt machen und friedlich mich in Ruhe lassen, was ich wie warum machen werde für nächste 100 Jahre, bitte guck auf eure Familie. Bitte mach keinen Druck auf mich, ich bin eine Frau und habe keinen Einfluss auf sein Handeln, deshalb habe ich dich kontaktiert, weil mir niemand was sagt, ich bin die dümmste von allen. Was hat er dir darauf gesagt? Nichts, er sagt mir nichts, dass er mir das schicken soll. Er schreibt mir nicht. Kümmere du dich, dass alles von seinem Handy, von diesen Gay-Chats weg sind. Da waren nur paar dumme Chats, aber auch das ist unnötig und zu viel. Das Schlimmste war das mit Händeküssen und sie hat nämlich als Kompliment angesagt. Am Ende hat die gesagt, das ist nicht gut. Kümmere dich um Familie. Ich auch. Er meinte, danke für rumalbern, ablenken. So war das wohl. Trotzdem musst du den dafür ficken und diese ganzen Sachen entfernen lassen. Auch das will ich nicht. Streitet nicht. Schätzt euch und dass ihr das Kind habt. Es ist nichts passiert und ihr müsst euch einander mehr Liebe schenken und aufhören zu schreien und euch zu schlagen. Tut das für euer Kind. Ich habe auch kein böses Blut. Macht euch keine Sorgen. Liebt und schätzt euch, wie wir es bei uns auch tun. Gute Nacht. Ich sehe gerade deine TikToks und wollte dir sagen, dass sie auch all die Monate aus mir eine Verrückte gemacht haben, die sich Sachen einbildet. Ich habe Anis sogar persönlich angesprochen, habe geweint, habe gebettelt, sie soll mir die Wahrheit sagen. Sie hat mir nicht mal in die Augen geguckt. Aus ihrem Mund kam nichts. Die haben gelacht über mich, bis ich selbst alles rausgefunden habe. Hätte ich nicht meinen Sohn, ich wäre gerne gestorben. Ganzen Herbst und Winter stand ich nachts draußen rum, habe ihn gesucht, habe gefroren, geweint und gelitten. Gott ist mein Zeuge dafür, wie schlimm diese Zeit war. Ich werde es den beiden niemals verzeihen, weil das hat niemand verdient. So geht man nicht mit Menschen um, nicht mit Fremden und erst recht nicht mit seiner Familie. Das tut mir von Herzen leid. Mir ging es wie dir und ich weiß nicht, warum ich noch lebe. Ich weiß doch, ich habe zu Gott gesagt, er soll mich sterben lassen, aber er hat einen anderen Plan für uns. Bleib bitte stark, stell dir einfach vor, wie schön es sein muss, die richtige Person zu lieben, wenn man die falsche so sehr geliebt hat.
Das gibt Hoffnung. Aber erstmal müssen die alten Wunden heilen. Vergebung meinerseits wird es für die beiden aber dennoch niemals geben. Ich hätte dir das alles schon gerne viel früher erzählt, aber ich hatte so Angst und ich war so lost. Ich vertraue einfach niemanden mehr. Das hat alles mich sehr verändert und gebrochen. Ich weiß es seit 5 Tagen. Mach du dazu dein Ding, Digga. Erzähl die Wahrheit, egal was die sagen. Von mir aus vor Cam sogar. Die wollten uns beide töten. Wofür? Ich weiß nicht wofür, aber eins steht fest, die zwei verdienen sich. Meine Hände zittern seit September. Ich weiß, dass das psychisch ist wegen dem, was sie mir all die Monate angetan haben. Diese ganzen Lügen, die hätten mir das alle ersparen können, aber dafür waren sie zu feige und egoistisch. Ich habe nicht eine Frau angefasst, 9 Monate lang, weil ich dachte, sie kommt zurück. Ich habe getan, was ich kann. Ich habe das auch für dich und Neil getan. Ich habe Neil sehr geliebt, aber mehr kann ich nicht tun. Ich tue nur auf tapfer, aber ich sterbe. Vielleicht bin ich morgen tot, das weiß ich selber nicht. Lass dich niemals brechen, du hast wenigstens Neil. Ich habe niemanden. Sag sowas nicht, bleib stark. Du hast deine Kinder, die sind noch klein und können nicht selbst entscheiden, aber lass die noch etwas größer werden. Dann wird alles anders. Bleib bitte stark oder sei schwach und lass alle Trauer und Wut raus. Danach wird es besser. Aber bewahre dein Leben. Deine Kinder brauchen ihren Vater. Ich will das alles nicht. Ich will das nicht sehen alles. Auch diese Kinder. Ich finde sie ekelhaft. Alle. Verstehst du? Ich weiß nichts über sie. Sie hat das mit allen aus Keller gemacht wahrscheinlich. Verstehst du das? Ich finde die alle ekelhaft. Ich sterbe innerlich. Wie ekelhaft ist Sunny? Wie sah ich aus? Was, Bro? Wie zum Fick, Bruder? Ich küsse dein Herz. Wie soll man dieses Leben wollen? Ich verstehe das alles auch bis heute nicht. Ich habe keine Erklärung. Alle sind zerstört am Ende. Für was frage ich mich? Ich hoffe, für die beiden hat sich dieser ganze Trümmerhaufen gelohnt. Keine Ahnung. Mein Sohn hat das alles gesehen und jemand, der das einem Kind antun kann. Naja. Ja, hat er. Ich habe gehört, wie eins seiner Kinder geweint hat, während die beiden gestöhnt haben. Und die haben sich davon nicht abhalten lassen. Und diese Cousine, Razia, genau das gleiche Stück Scheiße. Die ist auch mit einem von denen zusammen jetzt. Die dachten, die haben richtig schlau gemacht. Nachts hier durch unsere Gegend fahren und die Jungs suchen, bis sie zufällig bei McDonald's auf die getroffen sind. Und dann haben die sich jede Nacht getroffen. Ganze Nacht waren die unterwegs. Ich habe so oft gefragt, wer auf eure Kinder aufpasst. Nie eine Antwort bekommen. Es hieß auch immer, du zahlst unregelmäßig. Und ich habe gefragt, womit die Wohnung leisten kann. Jetzt weiß ich womit. Die können dir Danke sagen für das Liebesnest. Du hast denen finanziert. 800 Euro kostet ihre Miete plus Auto. Die sagen mir, sie verkauft Taschen. Junge, wie viele Taschen soll sie besitzen? Dann sagen die, du hast ihr nur 4 Taschen geschenkt. Jedes Mal, nachdem du sie verprügelt hast. Als Entschuldigung. Die haben mich so belogen. Ich komme nicht klar. Ich könnte unendlich weiterreden. Ich habe Videos von denen zusammen. Ich habe so viele Beweise. Aber schweige, wie der letzte Bastard seit September. Du sagst mir auch noch, sie wäre eine Ehrenfrau. Ich konnte dir nichts sagen, weil ich wusste, sie ist eine Nutte. Sie hat ihm geschrieben, mein Mann fickt mich nicht mehr. Ich glaube, du könntest das. Und jetzt, wo ich weiß, du hast sie 1 Jahr nicht angefasst, macht das sogar Sinn. Dreckige, eklige 2. Ich hasse diese Geschichte. 15 Jahre mit einem Lügner verbracht. Er sagt mir, die sind nur Freunde. Anis ist ein Catfish. Sie sieht in echt gar nicht aus wie auf ihren Fotos. Die ist hässlich. Liebst du mich vielleicht auch nur 1% als Mensch, der den, der dich ernähren sollte, ernährt hat, weil ich dein Kind mehr als er geliebt habe, obwohl ich dich nicht kenne? Er würde nicht mal glauben, dass sie eine Peach hat. Und dann höre ich die stöhnen. Dann mach, was du kannst, damit ihr Leben Hölle ist. Ich helfe dir. Ich dachte, ich bin in einem Albtraum. Aber das ist mein Leben. Bitte, warte. Du weißt immer noch nicht mal 10%. Diese 2 Menschen, die haben mich auseinandergenommen. Ich will aber nicht in die Öffentlichkeit. Ich will mit dieser Bastardwelt nichts zu tun haben. Ich sage dir das nur, weil du bist am anderen Ende dieser Leitung. Nein, nein, sorry, ich bin jetzt am Hebel. Egal, wer was denkt. Guck zu, Jungs und Mädchen. Dachtet ihr, ich will keine Schlampe impfen, opfern und eine schwuchteln, die wissen will, wie man sich fühlt, wenn man ich wäre, die Strümpfe trägt, Bro? Ich trinke deren Blut, warte. Mann. Und mir ist egal, was ihr alle denkt. Ich habe mein Leben gegeben für diese Menschen. Haha, chill, alles perfekt. Son Goku ist sonst nicht Son Goku. Du erfährst aber als Erste. Ab jetzt antworte ich auch nie mehr wieder irgendwem. Dein Mann warst du egal. Ich habe Video, wenn du willst. Ich bin nicht mal dein Mann. Veröffentliche. Ja, schick. Ich habe die selbstverständlich nicht beim Sex gefilmt, das müsste jedem klar sein. Alles gut, schick bitte. Hier, bitteschön, meine Familie ist kaputt, ich habe nichts zu verlieren. Du kriegst von mir jetzt immer jeden Monat ein Taui. Vertrau, Shalom. Ein HS weniger. Alhamdulillah, endlich. Rap gehört mir für eine Nutte und 2 Husos. Hahaha, fuck man. I'm the greatest man alive. Morgen schicke ich dir Geld. Gib PayPal, liebe dich. Hahaha. Hahaha, nein, alles gut. Doch, gib PayPal, rede nicht. Lasst mich alle in Ruhe. Seid froh, dass ich so bin. Hahaha. Nein, Alim, scheiß drauf. Willst du, dass jetzt jemand stirbt? Ich habe kein Geld, aber ich mache das nicht für Geld. Neil hat Freitag Geburtstag. Er freut sich so. Mein Fehler war. Ich habe Ninepoach seinen Namen genannt. Das war ganz dumm von mir. Hoffe, keiner in der Schule hat sich das gemerkt. Ich weiß, und dieses Ding vom Fortnite, dieses Pferd, er hat das geliebt. Okay, aber nur weil ich ehrlich pleite bin. So richtig pleite. Ich weiß doch, dass du selber struggles, wie wir alle. Aber sag mir eins, wie viel Geld hast du ihr im Monat circa geschickt? Die sagten, die bekommt nichts von dir. Aber wie geht das, wenn sie nichts vom Amt hat und das Auto hat und eigene Wohnung? Diese Rechnung geht nicht auf. Ich habe das nie verstanden. Alim, du hättest den Chatverlauf von uns anonym lassen können. Ich bekomme doch Probleme. Ihr könnt euch alle absolut ficken. Ich fick auf eure Probleme. Danke, korrekt von dir. Naja, dann schreibt er noch zum Abschluss. Wir müssen gnadenlos geben. Und hat quasi jetzt auch die Ex von San Diego in die Pfanne gehauen. Ehrenmann. Vor allem, wie er schreibt, er findet seine eigenen Kinder ekelhaft. Was soll ich euch zu diesem ekelhaften Wesen sagen? Weiter geht's. Es werden E-Mails veröffentlicht. Ich liebe dich mehr als am ersten Tag, auch nach 7-jährigem Blablabla. Ich kann dich zurückrufen, seitdem du weg bist, ziehe ich das nicht an. Das Einzige, worauf ich auf dieser Erde in meiner Seele stolz war, ist, dass du meine Frau bist und du nur meine bist. Dass meine Kinder sind und sie nur meine sind und dass ich nur euer bin. Wir sind eine Familie. Bitte, Schatz, wirf unsere 7 Jahre nicht weg. Ich mache, was du willst, damit diese Familie bleibt. Bitte, mein Schatz, wirf uns nicht weg. Bitte verzeih mir. Ich war ein Hurensohn. Ich weiß, du hast das auch alles nur gemacht, weil du verletzt, böse und traurig bist. Ich weiß, du bist ein Engel. Ich vertraue und glaube an dich. Wallahi, sonst wäre ich niemals so drauf gewesen mit dieser Reaktion. Weil ich bis zum Ende nur dir glaube und daran wird sich nichts ändern. Bitte schmeiß deinen einzigen Partner auf dieser Erde nicht weg. Du bist meine
meine zweite Hälfte. Bitte, Anis, mach das nicht. Seit circa 3 Jahren hast du mich alleine gelassen. Ich vermisse dich. Bitte sei mein Freund. Bitte lass uns wieder dieses Team werden. Bitte lass mich um meine Familie kümmern. Lass mich bitte das alles büßen. Lass mich kämpfen für gutes Leben. Für uns, ich gebe dir mein Wort, 75% dessen, was ich verdiene, bringe ich dir. Wenn du willst, wohne ich in Düsseldorf woanders. Bitte schmeiß unser Leben nicht weg. Ich mach alles, was du willst. Ich bitte dich, lass uns zueinander normal sein und menschlich und erwachsen und diese Probleme begraben. Lass uns aus unserem Leben das Beste machen. Wir sind zusammen stärker als alleine. Wir müssen dieses Misstrauen und alles wegwerfen und zusammen eine Zukunft bauen und unsere Kinder gesund aufwachsen sehen. Bitte, Anis, ich bitte dich, mein Engel. Erinnere dich nur 1% an die Liebe, die du zu mir hast. Ich bitte dich, Anis. Du bist für mich geschaffen worden und ich für dich. Bitte, mein Schatz, gib unser Märchen nicht auf. Es gibt kein Märchen ohne Probleme. Es gibt kein Märchen ohne Hass und keins ohne ein gutes Ende. Wallahi, mein Schatz, wird alles gut. Sogar wenn uns die ganze Welt nicht gönnt, Wallahi, wird alles gut. Bitte, mein Schatz, nimm meine Familie nicht weg. Ich flehe dich an von meiner ganzen Seele. Geh nicht weg aus meinem Leben. Wir werden ohne einander sterben, egal was du glaubst. Bitte, mein Schatz, ich bitte dich. Du bist meine Muse und meine Energie. Ohne dich kann ich nicht lachen. Bitte gib uns nicht auf. Es gibt auf diesem Universum niemanden, der dich so sehr verehrt wie ich. Bitte, mein Schatz, gib uns nicht auf. Und bezüglich der Aussage von ihr, er würde sich für seine Kinder nicht interessieren, zeigt eine weitere E-Mail von Ende Dezember, also richtig letzter Tag, kurz vor Silvester. Ich vermisse Saifullah so sehr und Safia. Bitte erzähl ihnen, dass ich seitdem sie weg sind, statt ihre Stimmen Koran höre, dass mein Blick deswegen alle lieben, weil meine Augen sauber sind durch Tränen, die ich habe, weil ein Sohn nicht weiß, warum sein Vater ihn jetzt nicht mag. Er versteht nichts von uns Liebe. Sag ihn, ich liebe nur ihn, ich lebe für ihn und ich habe ihn nicht umsonst so genannt. Sag ihm das. Und schreibt ihr auch noch, egal was du denkst, du bist meine Familie, du bist mein Traum, der du immer sein wirst, egal wie blind Gott uns macht. Ich danke dir, dass ich durch dich als Lektion so werden durfte. Ich werde es dir niemals vergessen, denn du hast in mir den gefunden, den ich verloren habe. Wenn mich zu finden hieß, dich zu verlieren, wird ein Wolf nur beim Mond heulen, inshallah. Aber ein Wolf wird nur deswegen zum Mond heulen. Dann postet er noch dieses alte Video. Der Moment, wo du dachtest, okay, der Penner ist das, wieso ich... Schon eigentlich relativ Anfangszeit für unsere Beziehung. Also erste Nachricht, so okay, ich heirate den. Nein, okay. Sogar schon bevor wir verheiratet waren, halt wegen der Art, wie du zu mir warst. Ah, okay, ah, warte, ich dachte, es war dir erst klar, dass wir unser Leben verbinden, erst nachdem wir geheiratet haben. Nein, krass. Ich wollte mich gar nicht mehr trennen, weil du so Kajuta. Mich bedenken, er ist wirklich sehr ein Schnuckiputz. Auch wenn wir Streit haben, er lässt mich nie traurig schlafen gehen. Oder auch schon damals, bevor wir verheiratet waren. Egal, ob wir Streit hatten, er war immer da. Er hat mich nie im Stich gelassen. Wenn was war, hat er sich entschuldigt. Wenn es seine Schuld war, hat er sich entschuldigt. Er war immer korrekt und gut zu mir. Er war immer da, wenn ich ihn gebraucht habe. Und, und jetzt heutzutage findet man jemanden, der so zu dir ist. So, und jetzt geht's erst richtig los. Ey, ich zeig euch kurz, was Anis geschrieben hat, damit ihr gleich alles verstehen werdet. Sie schreibt nach seinen ganzen Instagram-Stories folgendes. Geh so viel auf mich los, wie du willst, aber lass die Kinder da raus. Du weißt, deine Kinder sind beide bei mir und alles, was mir passiert, passiert denen auch. Durch deine Postings bringst du die Kinder mit in Gefahr und an die, die ihn darin bestärken, hört bitte auf damit. Denkt mal darüber nach, bitte. Ich zeig euch jetzt seine Stories und dann werdet ihr es verstehen. Es ist, ey, jenseits von Gut und Böse. Wo bist du, Mann? Beide von euch sind nicht zu Hause. Die Kinder sind auch nicht zu Hause. Vielleicht lebe ich, wenn ich euch beide finde. San Diego, Anis, Jugendamt. Könnt ihr bitte die Kinder nehmen? Es ist auf jeden Fall besser als bei ihr und dem Juden. Ich suche nach Anis und San Diego. Jeder, der sowas schützt. Ich hoffe, ihr habt auch 2 Kinder und eure Frau macht euch so. Dann will ich euch sehen, ihr. Punkt, Punkt, Punkt. Und der hatte wohl gegen seine eigenen Kinder geschossen und hast du nicht gesehen. Und schreibt dazu. Und meine Mutter ist meine Mutter, du. Punkt, Punkt, Punkt. Und für eine Nutte und alles, was aus ihr kommt, opfere ich niemals meine Mutter, du. Punkt, Punkt, Punkt. Blow weiter bei Juden. Ed Anis, warum lebst du 1 Jahr in Osnabrück? Wer ist da? Warum bist du nicht zu deiner Mutter gegangen? Hast deine Kinder mitgenommen und hast sie aus dem Kindergarten entzogen. Und für dich, Jude San Diego, ihr beide werdet den letzten Tropfen Blut aus euch hinaustropfen aus eurem Körper. Warum lebst du in Osnabrück? Und warum zeigst du die Kinder San Diego und nicht mir? Du bist keine Hure? Ich werde dich essen, Mann. Glaubst du, diese Deutschen können dich beschützen? Ich kann sie da nicht finden. Und er behauptet, sie wäre eine Lügnerin, weil die da wohl irgendwelche Screenshots bearbeitet haben sollen. In ihrem Statement. Und du gibst mir meinen 3er BMW zurück, was ich dir bezahlt habe. 17.500 Euro für eine Schlampe und 50.000 für die Hochzeit. Genauso werden deine Eltern und dein Bruder es zurückzahlen. Und von San Diego nehme ich den letzten Cent weg, bis er stirbt. Wegen dem ganzen Geld, was ich verloren habe. Weil diese beiden das tun mussten. Ich werde die beiden essen. San Diego, ich werde nie vergessen. Nicht in 29 Jahren. Ich werde warten, bis dein Sohn 18 ist. Und werde ihn dann ausnocken. San Diego. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Dieser Typ ist geisteskrank. Man würde ja irgendwo Mitleid mit ihm haben. Der Sohn von San Diego ist noch klein. Und er will jetzt warten, bis er 18 ist, um den Sohn zu schlagen, aber wofür, du gottloser Hund, du Köter? Ah, so ein widerlicher Typ. Dann gibt's da draußen, die ihn auch noch verteidigen. Ich wollte die Chats mit San Diego sehen. Sie hat sie mir nie gezeigt. Als sie dann irgendwann geschlafen hat, habe ich es gesehen. Dann haben wir miteinander gekämpft, weil sie 1 Woche in Osnabrück war, bei ihrer Cousine. Und auf ihrem Handy hat sie ihm Nacktbilder etc. von sich geschickt. Und sie hat mir währenddessen nicht mal zurückgeschrieben. Zu der Zeit waren wir verheiratet. Das war im Oktober. Und jetzt sagt sie, sie war einfach nur in seinem Auto. Denkst du, wir sind dumm? Warum antwortet dein Typ uns nicht? Du hast deine Kinder verkauft, deine Religion und deinen Mann für einen Juden. Warum antwortet er nicht? Er hat mir gesagt, er will mich ficken.
können für das, was ich dir angetan habe, meiner Frau. Wo ist er? Ich will ihn lebendig auffressen. Ich bin jetzt in deinem Bielefeld. Wo bist du, San Diego und Anis? Du siehst jetzt aus wie eine jüdische Schlampe. Bist du glücklich? Dann postet er so ein Bild von ihrem Hacker, schreibt, er ist ihr Hacker, er löscht all meine Sachen, die ich auf Instagram poste, jede Sekunde. Dann schreibt einer, hol deine Kinder auch zurück. Und er schreibt 100%, okay, ich brauche keine Kinder. Nach dieser ganzen Sache wirst du nie wieder Saifu oder Safir wiedersehen. Das verspreche ich. Jeden Tag werde ich auf euch zwei warten, von heute ab. Bielefeld und in Osnabrück. Und da fragt einer ihn, wie geht es den Kindern? Er sagt, ich weiß nicht. Frag Anis oder San Diego. Er macht sich immer wieder darüber lustig, dass sie wohl angeblich nicht alleine war, als sie da mit San Diego am Auto war. Und dann sagt er, ich werde Pixie BBM in Gegenwart von euch beiden ficken, obwohl sie hässlich ist. Hahaha. Und Pixie ist die, die mit ihm geschrieben hat, die auch quasi von San Diego betrogen wurde. Ihr seht, der Typ ist nur noch krank. Jetzt kommt das Krasse. Er schreibt, wo ist dein Lover? Heb ab, ich bin vor der Wohnung. Wo sind meine Kinder? Ich bin mit Polizei und Jugendamt. Sie wissen alles. San Diego, wo ist deine Ex-Frau? Ich werde sie so lange nehmen, bis ich dich finde. Komm raus, Pistiuk. Ich bin doch da. Komm mit 250 Arabs. Du warst doch Mann, hast dich geäfft, meintest du zu mir am Telefon. Beschütz sie, Mann. Wo bist du, Mann? Du bist krass auf Boxautomat. Komm. Denkt er, er wird normales Leben weiterführen können? Einer schreibt, er versteckt sich hinter Anis. Er schreibt, ja, ich war ihr zu männlich. Sie brauchte einen Gilt. Naja, er hatte auch, so wie es aussieht, man sieht ja hier die Antwort auf Stories, Nummern etc. gelegt. Zum Beispiel die Nummer von San Diego, die Nummer von Anis, die Nummer von San Diegos Frau, die Zugangsdaten von Anis Instagram mit Passwort. Und genauso wie diese Nacktbilder seiner Frau, die er auch gepostet hatte, die aber wieder gelöscht hat, hat er auch die anderen Sachen gelöscht. Naja, er postet weiterhin Bilder von seiner Ex-Frau. Naja, und dann veröffentlicht er Chatverläufe mit ihr, wo sie schreibt, als ich am Weinen und mir so scheiße ging, war mein erster Gedanke, dich anrufen. Keine Mama, keine Nathalie, kein Raska, nur dich. Dazu schreibt er, da warst du am Blasen und ich war alleine und du hast gelogen. Ich weiß ja jetzt nicht genau, ob sie das dem Mois geschrieben hatte oder dem San Diego. Glaube eher letzteres. Und veröffentlicht weitere Chatverläufe. Sie alle wussten es, aber ich habe ihr trotzdem vertraut und postet etwas, was Mock schon vor längerem veröffentlicht hatte. Sie hat erzählt, wir wären getrennt voneinander. Wir waren nie getrennt voneinander. Sie hat mich betrogen die ganze Zeit und hat mir erzählt, dass sie zurückkommen wird, wenn ich mehr Geld habe. Und er kriegt natürlich auch sehr viel Kritik für seine kindische Art. Da schreibt eine, bist du stolz, wenn du irgendwelche Kommentare von kleinen Jugendlichen repostest? Gott wird dich richten. Und er schreibt, und ich werde jede Hure richten. Hahaha. Vertraue niemandem. Lil ist sie. Ich habe sie Lil genannt. So wie Lilith. Weil ich immer wusste, sie ist der Teufel. San Diego und Anis, liebt ihr eure neue Wohnung? Und postet dann noch, ey, wo seid ihr? Antwortet mir. Wo sind meine Kinder? Ich will sie sehen. Und einer schreibt, sie hätte kein Geld für das Essen gehabt, aber für iPhone 15 und Schminke schon. Und er veröffentlicht weitere Chatverläufe mit intimen Infos drin. Die sind krank, geistig gestört krank. Die machen Sexspiele mit Kostüme verkleiden. Verstehst du, die sind beide krank. Ich habe mit Drogen angefangen wegen ihr. Hahaha. Sie hat meine Lahlulis für mich gemacht. Sie sagt, ich bin ein Junkie. Aber der Jude sieht aus wie einer. Er wird morgen sterben. What, Bier? Ich werde euch zum Frühstück essen, Mann. Deine tschetschenische Mutter wusste, dass du cheatest. Und hat meiner Mutter gesagt, ihr Sohn wäre eine Schlampe. Sie kann tun, was sie will. Wir sind in Europa. Meine Tochter will Influencerin sein. Du wirst sehen, was ich mit deiner Mutter anstellen werde. Und Orange Morange schreibt dazu, wer ernsthaft auf Mois Seite ist, muss ehrlich ein Hardcore-Versager sein. Und Mois schreibt dazu, hat dich auch Sunny gefickt? Naja, und das Ganze verspricht noch sehr, sehr interessant zu werden. Und dass er tatsächlich versucht hat, sich auf ihren Account einzuloggen, um herauszufinden, wo die sich befinden, postet die Anis in ihrer Story. Ankara, Türkei, 8. Juli. Wir haben einen verdächtigen Anmeldeversuch verhindert. iOS um 15.55 Uhr. Ach, das war aus der Türkei. Ich glaube, der Mois ist gerade da in Ankara, Türkei. Jemand hat versucht, sich mit deinem Passwort bei deinem Konto anzumelden. Oder es war ein anderer, da der Mois ja die Zugangsdaten von ihr veröffentlicht hatte. Habe ich euch ja vorhin eingeblendet. Und der jüngste Bruder von Mois äußert sich auch nochmal dazu und schreibt, ich möchte, dass ihr wisst, sobald Abu und ich klargestellt haben, was gelogen ist und was nicht und wie ihr zu Unrecht meine Mama mich ab und an beleidigt habt, werde ich kein von euch ein einziges Wort, das ihr vorurteilsbeladen ohne unsere Seite anhören, gesagt habt, verzeihen. Ich verzeihe euch gar nichts. Das ist die Belohnung, die ihr mir schuldig seid. Am Tag der Auferstehung seid ihr diejenigen, die meine Mutter auf höllische Art beleidigt haben. Ironischerweise seid ihr vielleicht einer der Gründe, warum sie ins Paradies eintritt. Danke. Salam alaikum. Das ist etwas, was ich auch abgrundtief ekelhaft finde. Nur weil die Anis Sachen behauptet hat, heißt es nicht, dass diese Sachen stimmen müssen. Vor allem einfach ohne Grund beleidigen, drauf losschimpfen und die anschreiben und eklige Sachen loswerden, feier ich nicht so. Ja, Freunde, so viel zur aktuellen Situation zwischen Mois und seiner Ex-Frau. Es ist nicht mehr schön. Keine Ahnung, wo das Ganze enden wird. Es ist ein brennendes Pulverfass. Kleinste Kleinigkeit kann es zum Explodieren bringen. Es ist, ja, keine Ahnung. Was soll ich euch dazu noch sagen? Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.